Der Koran. Eines der bedeutendsten Bücher aller Zeiten. Die Heilige Schrift für über 1 Milliarde Gläubige. Ein Regelwerk, wie man sein Leben führen soll. Dennoch enthält der Koran ungelöste Rätsel. Er kann vielfältige Bedeutungen wachrufen. Es gibt Textstellen, in denen Gott von Frieden und Gnade spricht, aber auch solche, die von Krieg und Gewalt handeln. Von den mystischen Ursprüngen des Korans in der Wüste. Er hörte diese Stimme. Die Stimme befahl, lies. Bis zu den grimmigen Warnungen über Gerechtigkeit und Bestrafung. Der Koran erklärt die Strafen des Höllenfeuers überaus explizit. Was liegt im Herzen dieser heiligen Schrift? Welche Geheimnisse birgt der Koran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sie hören einige der mächtigsten Worte der Weltgeschichte. لله رب العالمين Sie sind der Motor einer der am schnellsten wachsenden Religionen der Welt. مالك يوم Seit 1400 Jahren erklingen diese Worte mit Milliarden von Stimmen. Die Worte des heiligen Buchs des Islam, der Koran. Muslime glauben, der Koran ist die unmittelbare Offenbarung Gottes an seinem Propheten. Der Koran enthält nicht nur von Gott inspirierte Worte des Propheten oder die Geschichte wichtiger Ereignisse. Er ist Gottes eigene Botschaft an die Welt. Das arabische Wort Koran bedeutet die Rezitierung. Die Schrift soll laut gesprochen werden. Auf diese Weise, so glauben Muslime, kommunizieren sie direkt mit Gott. Der Koran bewahrt Gottes Wort und ist somit Teil Gottes. Daher sind der Text, die geschriebenen Worte, die Seiten und das Buch selbst heilig. Beim Lesen des Koran fallen zunächst die Ähnlichkeiten zu den christlichen und jüdischen heiligen Schriften auf. Sie alle berichten von einem einzigen, allmächtigen Gott. Und erzählen eine Anzahl von gleichen Geschichten. Doch viele sehen den Koran als ein Buch voller Geheimnisse. Seine Verse gelten vielen als die schönsten Worte, die je auf Arabisch verfasst wurden. Sie bilden ein sprachliches Labyrinth und sind eher Poesie als Prosa. Das Format des Buches erschließt sich nicht sofort. Anders als die Bibel folgt der Koran keiner chronologischen oder narrativen Struktur. Stattdessen sind seine 114 Kapitel, genannt Suren, zumeist der Länge nach geordnet. Die längsten Suren stehen am Anfang, die kürzesten am Ende. Der Stil ähnelt ein wenig dem, was wir heute Bewusstseinsstrom nennen. Der neugierige Leser steht verwundert vor der Rätselhaftigkeit des Textes. Der Koran erzählt weder die Geschichte von Mohammed noch die Geschichte der Welt. Er spricht zwar vom Anbeginn der Welt und Gottes Schöpfung, aber nicht am Anfang des Buches, sondern irgendwo in der Mitte. Muslime sehen den Koran nicht als Erzählung oder Geschichte, sondern als Gottes Botschaft an seine Schöpfung, eine Richtschnur für die Gläubigen auf dem rechten Wege. Er ist ein Regelwerk, wie man sein Leben führen soll, wie man Moral definiert und wie man die Welt sowie ihre Schwierigkeiten und Konflikte erlebt. Die Interpretation des Koran ist nicht einfach. Es gibt keine höchste religiöse Institution im Islam, keinen Vatikan, der den Gläubigen die Navigation des komplizierten Textes vorschreibt. Jeder Mensch kommt zu seinem eigenen Verständnis der Schrift. Als Muslim muss man glauben, was im Koran steht. Aber die Interpretation dessen, was im Koran steht, variiert, je nachdem, wen man fragt.
Was also sagt der Koran wirklich? Und was bedeutet es? Die Worte, an denen Muslime heute ihr Leben ausrichten, stammen aus einer spezifischen historischen Epoche und wurden einem bestimmten Volk an einem bestimmten Ort offenbart. Die islamische Überlieferung über den Koran beginnt vor 1400 Jahren in einer kargen Region der arabischen Halbinsel. Es ist die Heimat nomadischer Beduinen sowie der Siedlungen sesshafter Stämme. Heute nennen Muslime diese Epoche Jahiliya, die Zeit der Unwissenheit. Arabien ist zu dieser Zeit provinziell im Vergleich zu den großen Imperien von Byzanz auf der einen und den persischen Sassaniden auf der anderen Seite. Inmitten der Wüste, umringt von Bergen, liegt die Stadt Mekka, das gesellschaftliche, wirtschaftliche und religiöse Zentrum Arabiens. Mekka ist der Umschlagplatz verschiedenster religiöser Konzepte. Manche Araber dieser Epoche folgen jüdischen und christlichen Lehren. Die Geschichten und Inhalte dieser Religionen sind im ganzen Land wohl bekannt. Das präislamische Mekka ist voller Juden und Christen. Es ist eine Art Schmelztiegel verschiedener christlicher und jüdischer Vorstellungen. Doch die meisten Menschen im Arabien des 6. Jahrhunderts glauben an eine Vielzahl von Göttern. Jedes Jahr kommen Pilger nach Mekka zur Kaaba. Dieser Schrein ist das gemeinsame Heiligtum für die verschiedensten Götter und Götzen. Sie glaubten an die Existenz Gottes, aber Gott war quasi zu weit weg, um sich um die alltäglichen Aktivitäten der Menschen zu kümmern. Also dienten diese Götzen als Mittler zwischen den Menschen und Gott. Zur Mitte des 6. Jahrhunderts werden 360 Götzenbilder in der Kaaba aufbewahrt. Die jährliche Wallfahrt bringt gewaltige wirtschaftliche Vorteile für den Stamm, der den heiligen Ort beherrscht, die Quraischiten. Alle Pilger müssen ein Opfer darbringen, eine Art Steuer zahlen. Es ist ein sehr lukratives Geschäft. Die Quraischiten haben großen Reichtum angesammelt. Die Stammesführer werden immer reicher, doch die meisten Bewohner von Mekka sind bitterarm. Es gab große Probleme bezüglich der ungleichen Verteilung des Reichtums, der sozialen Gerechtigkeit, der Lage von Frauen, Waisen und anderen armen Leuten. Sklaverei ist in Mekka ganz normal. Neugeborene Mädchen gelten als wertlos und werden oft gleich nach der Geburt begraben. Diese Stadt Mekka ist die Welt, in die im Jahr 570 ein Knabe namens Muhammad ibn Abdullah geboren wird. Der Junge aus armen Verhältnissen soll später der Prophet einer großen Weltreligion werden. Für Muslime gilt es als Gotteslästerung, ein Bildnis von Muhammad zu zeigen. Über Muhammads frühes Leben ist nur wenig bekannt. Die wenigen Quellen entstehen über 100 Jahre nach seinem Tod. Diesen Berichten zufolge verliert Mohammed bereits als 6-Jähriger beide Eltern. Als Waise in dieser überaus ungleichen Gesellschaft gehört er zu den Habenichtsen. Er gehört nicht zu den landbesitzenden Aristokraten, die nahezu alle Aspekte des politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens in der Stadt beherrschen. Doch Mohammed genießt die Unterstützung eines mächtigen Onkels. Im Alter von 25 Jahren ist er ein erfolgreicher Händler, der Führer einer Karawane mit einem Ruf als gewiefter Geschäftsmann. Mohammed gilt auch als Mann von großer Integrität und zieht die Aufmerksamkeit einer wohlhabenden älteren Witwe namens Khadija auf sich. Sie stellt ihn ein, um ihr Karawanengeschäft zu leiten. Bald darauf schlägt sie die Heirat vor. Traditionellen islamischen Biografien von Mohammed zufolge erlangt er wirtschaftlichen Erfolg und führt eine glückliche Ehe. Doch noch immer sucht er nach dem höheren Sinn in einer Welt mit so viel Ungerechtigkeit und Armut. Der Prophet war auf einer religiösen Suche.
Er war auf die Vorstellung von Gott eingestimmt. Seine Spiritualität entwickelte sich aus seinem eigenen Leben. Mohammed stellt die Stammesreligionen mit ihren vielen Göttern zunehmend in Frage. Viele halten ihn für ein Mitglied einer kleinen Gruppierung, welche die in Arabien vorherrschenden heidnischen Bräuche, die Rituale, den Polytheismus für falsch hielt. Von Zeit zu Zeit zog er sich zurück, um über die menschliche Existenz nachzudenken. Bei einer solchen Gelegenheit zieht sich Mohammed in eine Höhle außerhalb von Mekka zurück. Dort hat er eine Vision, die die Welt verändern wird. Der islamischen Überlieferung zufolge wird ihm in dieser Höhle das Wort Gottes offenbart. Eine Kette von Ereignissen beginnt, die unsere heutige Welt nachhaltig prägt. Fünfmal täglich richten sich Muslime in aller Welt in eine Richtung aus, um zu beten. Sie beten in Richtung der heiligen Stadt Mekka im heutigen Saudi-Arabien. Doch im frühen 7. Jahrhundert ist Mekka, die heiligste Stätte des Islam, ein Zentrum heidnischer Riten, zerrissen von sozialer Ungerechtigkeit. Dies ändert sich erst mit der Entstehung eines der bedeutendsten sakralen Texte der Welt, dem Koran. Islamischer Überlieferung zufolge zieht sich der 40-jährige Händler Muhammad ibn Abdullah öfters alleine in eine Höhle außerhalb von Mekka zurück, um über die seines Erachtens zunehmende Ungerechtigkeit in der Welt nachzudenken. Im Jahre 610, so heißt es, wird Muhammad während einer solchen Kontemplation in der Höhle von einer überwältigenden Präsenz ergriffen. Auf einmal fühlte er diesen mächtigen Druck in seiner Brust. Er war von Dunkelheit eingehüllt und es fühlte sich an, als würde er von einer riesigen Hand erdrückt. Er konnte kaum atmen. Und in seinem Kopf hörte er diese Stimme, die sagte: Lies, lies. Er war geschockt, fragte sich wahrscheinlich, ob er wirklich etwas gehört hatte. Dann hörte er es wieder und sagte: Ich habe doch nichts vorzulesen. Schließlich offenbarte ihm die Stimme der Überlieferung zufolge der Erzengel Gabriel die ersten Zeilen des Koran. Sure 96, Vers 1-5. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Er erschuf den Menschen aus einem Blutklumpen. Lies, denn dein Herr ist allgütig. Der mit dem Schreibrohr lehrt, lehrt den Menschen, was er nicht wusste. Dies ist ein besonders wichtiger Moment. In diesem Augenblick hört Mohammed auf, ein normaler Geschäftsmann aus Mekka zu sein, der sich um die Ungerechtigkeit der Gesellschaft sorgt. Auf einmal wird er das, was die biblische Überlieferung einen Propheten nennt. Und wie die meisten Propheten will er nichts damit zu tun haben. Voller Panik wendet Mohammed sich an seine Frau, Khadija. Er will sich am liebsten umbringen. Doch Khadija macht ihm klar, dass Gott ihn erwählt hat, ihn zum Propheten gemacht hat und er keine Wahl hat, als die Botschaft zu verbreiten. Die Offenbarung in der Höhle ist der Beginn einer Periode von 22 Jahren, in der Mohammed die göttlichen Botschaften erhält, die der Koran werden sollen. Der Überlieferung zufolge klingen die Worte manchmal wie Glockenklang in seinen Ohren. Zu anderen Zeiten kommen sie unter schmerzhaften Krämpfen, epileptischen Anfällen ähnlich. Er wand sich in Krämpfen, schwitzte, blickte auf einmal ins Leere. Auf seine Umwelt wirkte er wie tot. Nach Ende eines solchen prophetischen Anfalls gab er neue Offenbarungen von sich. Diese Offenbarungen spiegeln stets die Bedürfnisse des arabischen Volkes wider. Die frühen Verse sind kurz und einfach. Sie fordern die heidnischen Praktiken Mekkas heraus und verlangen die Anbetung eines einzigen Gottes. Sure 73, Vers 8-9.
und gedenke des Namens deines Herrn und wende dich ihm von ganzem Herzen zu. Er ist der Herr des Ostens und des Westens. Es ist kein Gott außer ihm. Darum nimm ihn zum Beschützer. In den ersten Jahren der Offenbarungen rezitiert Mohammed die Verse aus dem Gedächtnis und teilt sie nur mit seiner Frau und seinen engsten Gefährten. Doch nach und nach akzeptiert er seine Rolle als Prophet und seine Pflicht, die heiligen Worte in seinem Kopf mit anderen zu teilen. Im Jahr 612 schließlich geht der Prophet wider Willen ins Zentrum von Mekka und beginnt zu predigen. Es war ein Warnruf an die Bürger von Mekka. Nach Ansicht des Propheten hatten sie die Kenntnis des einen höchsten Gottes, der alles schuf und regiert, aus den Augen verloren. Der Gott, von dem Mohammed spricht, ist ruhmreich und gnädig, doch er ist auch zornig. Der Prophet warnt die Menschen von Mekka, dass ein Tag des Gerichts kommen wird, an dem sie die Konsequenzen ihrer weltlichen Handlungen tragen müssen. Da kommt dieser Mann, der für seine spirituellen Mahnwachen bekannt ist, stellt sich auf den Marktplatz und sagt, die Welt wird enden. Der Gott, der die Welt erschuf, wird sie zu Ende bringen. Und ihr seid Teil davon. Das ist eine machtvolle Botschaft. Eine machtvolle Botschaft, aber keine neue. Mohammed stellt klar, dass der Koran dieselbe Offenbarung beinhaltet, die schon vor Jahrhunderten an Juden und Christen gesandt wurde. Eine Botschaft über Gottes Plan für die Menschheit. Doch nun kommt die Offenbarung zum arabischen Volk, und zwar erstmals in ihrer eigenen Sprache. Der Prophet sagte nie, ich bringe euch eine neue Religion. Er sagt, ich bin ein Bote und bringe dieselbe Botschaft, die euch schon Dutzende von außergewöhnlichen Gestalten in unserer Geschichte brachten. Immer wieder sagt der Koran, vergesst nicht, was Abraham geschah, und erzählt dann eine Geschichte über Abraham. Oder vergesst nicht, was Josef geschah, und erzählt eine Geschichte über Josef. Doch das Interessante daran ist, die Geschichten sind Kurzfassungen dieser großen Erzählungen. Das Publikum, dem der Koran offenbart wurde, kannte diese Geschichten gut. Sie lebten in einer Stadt, die von diesen Überlieferungen durchdrungen war. Für Muslime besteht einer der erstaunlichsten Aspekte des Korans darin, dass Mohammed die Offenbarungen auswendig lernt und sie dann seinen Anhängern wortwörtlich rezitiert. Es gibt zwar zu dieser Zeit eine schriftliche Form des Arabischen, die aber nur wenige beherrschen. Mohammed bildet da keine Ausnahme. Die islamische Überlieferung glaubt, Mohammed war Analphabet. Das unterstreicht natürlich die Tatsache, dass er diese Offenbarungen nicht selber niederschreiben konnte. Dann stellt sich die Frage, wie wurden sie bewahrt? Mohammeds kleine Schar von Anhängern lernt jede neue Offenbarung sofort auswendig. So entsteht Vers für Vers eine mentale Version des schon existenten Korans. In der Kultur dieser Region und Zeit sind solche Gedächtnisleistungen nichts Außergewöhnliches. Die Gesellschaft, um die es hier geht, hatte eine Kultur der mündlichen Überlieferung. Mohammeds Zeitgenossen brauchten einen Text nur ein- oder zweimal zu hören. Dann waren sie in der Lage, ihn auswendig zu lernen und wörtlich wiederzugeben. Während die Sammlung von Mohammeds Offenbarungen wächst, predigt der Prophet auf den Straßen von Mekka und schart eine kleine Gruppe von Konvertiten um sich. Seine Anhänger werden bekannt als Muslime, was so viel bedeutet wie die sich Gott hingeben. Mohammeds Botschaft trifft vor allem bei den Armen und Unterprivilegierten der Stadt auf fruchtbaren Boden. Sie erkennen ihr eigenes Leben wieder in den Forderungen der Verse nach sozialer Gerechtigkeit, nach Freilassung der Sklaven und nach der Unterstützung der Reichen für die Armen. Für manche ist es die schiere Schönheit der Sprache, die sie von der Botschaft des Korans überzeugt. Solche Perfektion, heißt es, ist Beweis der Existenz Gottes. Wenn man Muslime nach einem Beweis fragt, dass es sich um eine göttliche Offenbarung handelt, antworten sie seit über 1000 Jahren, der Beweis ist der Koran selbst.
Es gilt als Wunder, dass ein Analphabet in der Mitte von nirgendwo auf einmal diesen machtvollen, großartigen Text produziert. Doch nicht jeder lässt sich von Mohammeds Predigten verzaubern. Seine Botschaft provoziert. Sie verneint die Göttlichkeit der Götzenbilder in der Kaaba. Die herrschenden Quraischiten sind erzürnt, weil ihre Machtposition in Frage gestellt wird. Wenn man keinen Mittler zwischen Mensch und Gott braucht, gibt es keinen Grund für die Götzenbilder und auch nicht für die Kaaba. Und wenn man die Kaaba nicht braucht, gibt es keinen Grund für Mekkas Rolle als gesellschaftliche und wirtschaftliche Hauptstadt der arabischen Halbinsel. Der Konflikt zwischen den Quraischiten und Mohammed ist weniger theologischer Natur, sondern vielmehr ein ökonomischer und politischer Konflikt. Die Quraischiten und die Mehrheit der Bewohner von Mekka haben wenig Geduld mit den einigen Dutzend Anhängern Mohammeds. Die Muslime werden brutal verfolgt, auf der Straße verprügelt oder gar gefoltert. 9 Jahre lang ertragen die neuen Muslime die Gewalt und weichen nie ab von ihrem Glaubensbekenntnis. Es gibt keinen Gott außer Gott. Mohammed selbst genießt den Schutz seiner reichen Frau und seines mächtigen Onkels. Doch als diese sterben, sehen der Prophet und seine Anhänger keine Chance außer der Flucht aus Mekka. Das soziale Gefüge ist so beschädigt, dass er schon rein körperlich keine Möglichkeit sah, seine Mission in Mekka fortzuführen. Stattdessen suchte er eine alternative Operationsbasis. Mit dem Umzug an einen neuen Ort hält eine neue Botschaft Einzug in den Koran. Eine Betonung des Gesetzes und eine Doktrin für den Krieg. Zwölf Jahre lang, ab dem Jahr 610, so glauben Muslime, erhält der Prophet Mohammed göttliche Offenbarungen und predigt sie in den Straßen der arabischen Stadt Mekka. Doch für Mohammeds wachsende Anhängerschar wird das Leben dort immer gefährlicher. Die Herrscher der Stadt lehnen den Glauben an nur einen einzigen Gott ab. Sie verfolgen die Gläubigen aufs Schärfste und setzen einen Preis auf den Kopf des Propheten aus. Doch im Jahr 622 wendet sich das Blatt für Mohammed durch eine Einladung von außerhalb der Stadt. Eine Gruppe von Personen von einer benachbarten Oase kommt nach Mekka, um einen Schlichter für einen Streit zu finden. Der Prophet Mohammed gilt als ideal für diese Aufgabe geeignet. Sie erklären sich letztlich bereit, nicht nur Mohammed und seine Familie, sondern eine ganze Gruppe von Muslimen aufzunehmen. Nach und nach bricht die kleine muslimische Gemeinde heimlich ins 400 Kilometer nördlich gelegene Yathrib auf. Diese Stadt wird von nun an als Medina bekannt, die Stadt des Propheten. Am neuen Ort erlangt Mohammed eine neue Stellung. Als Prophet ist Mohammed zunächst nur der Überbringer von Gottes Wort, das durch ihn fließt. In Medina wird er zum Anführer. Zum einen natürlich über die muslimische Gemeinde, doch er erlangt auch Autorität über die gesamte Oase Medina. In Medina enthüllt der Prophet seinen Anhängern weitere Offenbarungen. Doch diese Botschaften sind merklich anderer Natur. Muslimen zufolge spiegeln die neuen Verse Mohammeds Stellung als politischer Führer wider. Sie fügen seiner Botschaft ein neues Element hinzu, ein praktischer Leitfaden für das Leben und die Regierung einer Gesellschaft. Diese Verse handeln von einer Gesellschaft, die Regeln benötigt. Das Hervorstechende an der Medina-Periode sind die Gesetze. Praktisch alle Gesetzgebung, die der Koran beinhaltet, stammt aus Medina. Die Offenbarungen, die der Zeit in Medina zugeschrieben werden, legen die Grundlage für das islamische Gesetz. Sie beinhalten Regeln für nahezu alle Aspekte des Lebens. Vom Verbot des Alkohols bis zur Erlaubnis für Mütter, Kinder, zwei volle Jahre zu stillen.
Die medinischen Suren umfassen Richtlinien für Erbschaften, mehr Rechte für Waisen und Sklaven sowie neue Regeln, die den Status von Frauen in der Gesellschaft aufwerten. Doch die Bedeutung dieser Gesetze ist nicht immer klar. Viele davon werden bis heute debattiert. Ein gutes Beispiel ist die Frage, erlaubt der Koran die Polygamie? Sure 4, Vers 3. Und wenn ihr fürchtet, nicht gerecht gegen die Weisen zu sein, so heiratet, was euch an Frauen gut ansteht, 2, 3 oder 4. Und wenn ihr fürchtet, nicht billig zu sein, heiratet eine oder was im Besitz eurer rechten Hand ist. So könnt ihr am ehesten Ungerechtigkeit vermeiden. Islamgelehrte interpretieren den Text unterschiedlich. Für manche bedeutet es, dass man bis zu 4 Ehefrauen haben kann. Andere meinen, nur eine ist erlaubt, denn man kann nicht mehr als eine Person gleichberechtigt behandeln. Wieder andere meinen, der Vers verweist auf eine spezielle Situation, wenn es viele Waisenmädchen gibt, um die man sich kümmern muss. Es ist nicht immer einfach, die Bedeutung des Textes zu erkennen. Inspiriert von der Botschaft des Koran und Mohammeds Führungsqualitäten, konvertiert ganz Medina zum Islam. Die Gesetze aus den Versen des Koran werden die Gesetze der Stadt. Die Gemeinde wurde von ständig neuen Offenbarungen aus Mohammeds Mund getragen. Es war eine lebende, atmende, sich stets weiterentwickelnde Offenbarung. Diese Offenbarung erlaubt schon bald den Muslimen den Einsatz von Waffen als Mittel zum Überleben. Mekka bietet noch immer einen Preis für den Kopf des Propheten, weil er die religiösen Praktiken und die wirtschaftliche Grundlage der Stadt bedroht. Die Führer Mekkas wollen Mohammeds neue Rolle als Oberhaupt von Medina nicht tolerieren. Im Jahre 622 erklärt Mekka den Krieg gegen Mohammed und seine Anhänger. Und genau wie der Koran zuvor Gesetze für die öffentliche Ordnung schafft, gibt er nun Anweisungen für die Verteidigung gegen die Angreifer. Sure 2, Vers 190 bis 191. Und kämpft auf dem Weg Allahs gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Doch übertretet nicht. Wahrlich, Allah liebt nicht diejenigen, die übertreten. Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt. Und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Diese Passagen, genannt die Schwertverse, gehören heute zu den eindrucksvollsten und kontroversesten Teilen des Korans. Jene, die behaupten, der Koran predige die Gewalt, verweisen auf diese Verse als Beweis. Doch diese Zeilen sind mehr als ein simpler Schlachtruf. Der Koran sagt, tötet die Ungläubigen, wo ihr sie findet. Doch dies stammt aus einem Kontext, in dem die Muslime von Feinden umzingelt sind. Der Koran sagt also, ihr habt ein Recht, gegen eure Feinde zu kämpfen, gegen die Feinde Gottes. Der Koran sagt aber auch, wenn der Feind keine Bedrohung mehr ist, wenn er aufhört zu kämpfen, dann denkt daran, Gott ist gnädig. Denkt daran, der Krieg ist nicht der primäre Weg, den ihr einschlagen sollt. Inspiriert von den Offenbarungen kämpfen die Muslime 8 Jahre lang gegen Mekka in Schlachten auf der gesamten arabischen Halbinsel. Im Jahre 630 führen die Muslime eine Armee von 10.000 Mann gegen Mekka und belagern die Stadt. Mekka hat keine Wahl, als zu kapitulieren. Der Überlieferung zufolge hält Mohammed sich an die Anweisung des Korans, lässt als Sieger Gnade walten und gewährt allen Menschen in der Stadt Amnestie. Von den besiegten Einwohnern Mekkas konvertieren viele zum Islam und den Lehren des Korans. Doch Mohammeds Mission ist noch nicht vorüber. Vom Tage der ersten Offenbarung im Jahre 610 bis zu seiner Flucht aus Mekka 12 Jahre später verurteilt Mohammed die heidnischen Riten Mekkas und die Götzen, die in der Kaaba angebetet werden. Immer wieder rezitiert er: Es gibt keinen Gott außer Gott. Das fundamentale Bekenntnis des Islam. Nun betritt Mohammed die Kaaba und zerstört alle Götzen. Er erklärt die Kaaba zum Heiligtum für die Anbetung des einen wahren Gottes. Mohammed hat sein gesetztes Ziel erreicht.
Er hat das getan, was Gott von ihm wollte. Im Jahre 632, nur zwei Jahre nach der Rückkehr an seinen Geburtsort, stirbt Mohammed im Alter von 62 Jahren. Mit seinem letzten Atemzug ist der Koran abgeschlossen. Doch bisher existiert er nicht in physischer Form, sondern nur im Gedächtnis der Gemeinde. Der Bote ist tot. Es folgen die Bemühungen seiner Anhänger, die Botschaft weiterleben zu lassen. Vor 1400 Jahren, so die islamische Überlieferung, werden die Verse des Koran dem Propheten Mohammed über eine Zeitspanne von 22 Jahren offenbart. Seine Anhänger glauben, es handle sich um die unverfälschten Worte Gottes. Der Prophet predigt über eine Vielzahl von Themen, von Religion über Moral bis zum Gesetz. Die neu entstandene islamische Gemeinde bemüht sich, all seinen Worten Folge zu leisten. Doch nach Mohammeds Tod im Jahre 632 stehen die Muslime vor einer Herausforderung. Wie sollen sie den Koran bewahren, der bisher nur als mündliche Überlieferung existiert? Zur Lebzeit des Propheten wurde der Koran niemals niedergeschrieben. Er hatte nicht mal ein festes Format. Der Koran wurde schrittweise offenbart, je nach den Bedürfnissen der wachsenden Glaubensgemeinschaft zu einer bestimmten Zeit. Erst mit dem letzten Atemzug des Propheten endet die Offenbarung. Nun erkennen die Anhänger des Korans die Notwendigkeit, die heiligen Worte zu Papier zu bringen und so einen tatsächlichen Text zu schaffen. Es wurde den Leuten klar, dass die ersten Gläubigen, die den Koran auswendig lernten, allmählich wegstarben. Es bestand die Gefahr, die direkte Verbindung zur Offenbarung des Propheten zu verlieren. Außerdem breitet sich der Islam auch jenseits der arabischen Halbinsel aus und es kommt zu kleineren Abweichungen in der Überlieferung des Korans. Das unmittelbare Wort Gottes ist langsamer Veränderung ausgesetzt. Der Überlieferung zufolge setzt Uthman, der dritte Kalif, oder politische Anführer der Muslime, im Jahre 651 ein Komitee zur Kodifizierung des Korans ein. Das Komitee erhält den Auftrag, die Verse zu sammeln und zu authentifizieren. Einige Verse existieren schon seit Lebzeiten des Propheten schriftlich, doch sie sind in der ganzen Glaubensgemeinschaft verstreut. Es heißt, die Quellen für diese Sammlung seien geschriebene Texte auf Knochen oder Pergament. Aber es waren auch die Worte in den Herzen der Menschen aus ihrer eigenen Erinnerung an die Offenbarung des Korans. Die Verse müssen strikten Kriterien standhalten. Zwei Augenzeugen müssen bestätigen, dass ein Vers in Anwesenheit des Propheten festgehalten wurde. Alle Verse werden mit der Erinnerung der engsten Gefährten Mohammeds verglichen, die den gesamten Koran auswendig lernten. Der so genehmigte Text wird in einem Band zusammengeführt. Dieser wird kopiert und in die Städte der ganzen Region verschickt. Daraufhin befiehlt Uthman die Zerstörung aller anderen schriftlichen Versionen. Muslime glauben, Uthmans Text, der weniger als 20 Jahre nach dem Tod des Propheten entsteht, enthält die wörtliche Offenbarung Gottes, wie Mohammed sie predigte. Sie glauben auch, dass der Koran diese Offenbarung bis heute vollkommen unverändert bewahrt. Das ist für Muslime sehr wichtig, denn es bedeutet, dass ihre heilige Schrift, die grundlegende Verfassung der islamischen Glaubensgemeinschaft, absolut authentisch ist. Diese Authentizität, so sehen es die Muslime, unterscheidet den Koran von den heiligen Schriften des Christen- und Judentums. Mohammed sagte, die Botschaft, die er von Gott erhielt, sei dieselbe Botschaft, die auch Moses und Jesus predigten. Doch, so sagt die islamische Überlieferung, wurden die Offenbarungen hinter der jüdischen und christlichen Religion bei der Niederschrift im Alten und Neuen Testament teilweise korrumpiert. Muslime glauben, die ursprünglichen Offenbarungen von Moses und Jesus wurden mit der Zeit verzerrt.
Das Alte und das Neue Testament enthalten daher sowohl echte Offenbarung als auch Verfälschung, denn sie veränderten sich durch die historischen, religiösen und politischen Bedingungen ihrer Zeit. Sure 3, Vers 78. Wahrlich, ein Teil von ihnen verdreht seine Zunge mit der Schrift, damit ihr es für einen Teil der Schrift haltet, obwohl es nicht zur Schrift gehört. Und sie sagen, es ist von Allah. Jedoch ist es nicht von Allah. Und sie sprechen eine Lüge gegen Allah, obwohl sie es wissen. Einerseits bestätigt der Koran die heiligen Schriften, die vor ihm kamen, ganz emphatisch. Andererseits behauptet er, bestimmte Aspekte und Ideen der hebräischen und christlichen Schriften zu korrigieren. Muslime glauben, der Koran rücke die Fehler dieser älteren Schriften zurecht, darunter auch einige der fundamentalen Glaubensgrundsätze dieser Religionen. Ein Beispiel ist die christliche Interpretation der Figur Jesu Christi. Der Koran bestätigt, dass Jesus ein Prophet war, dass er von einer Jungfrau geboren wurde und Wunder wie die Heilung von Lepra und Blindheit wirkte. Doch der Koran verneint, dass Jesus der Sohn Gottes war. Jesus als Sohn Gottes bedeutet aus islamischer Sicht, dass er göttlich ist. Und das wiederum heißt für Muslime, dass Christen mehr als einen Gott verehren. Muslime hingegen glauben, dass es nur einen Gott geben kann. Der Koran bestreitet auch die biblische Erzählung von der Kreuzigung Jesu. Er behauptet, Jesus starb nicht am Kreuz, sondern wurde von Gott in den Himmel gehoben. Stattdessen wurde ein anderer Mann, der das Antlitz Jesu trug, gekreuzigt. Sure 4, Vers 157 bis 158. Während sie ihn doch weder erschlagen noch gekreuzigt hatten, sondern dies wurde ihnen nur vorgetäuscht. Sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet, vielmehr hat Allah ihn zu sich emporgehoben. Das christliche Konzept, dass Christus für die Sünden der Menschheit starb, steht im Widerspruch zur Lehre des Korans, dass alle Seelen für ihre eigenen Handlungen verantwortlich sind. Tod und Auferstehung als Akt der Erlösung funktionieren im Islam nicht. Niemand kann die Sünden eines anderen auf sich nehmen. Muslime glauben, dass die Verzerrungen in der Bibel eine weitere, letzte Offenbarung von Gottes Wort notwendig machten. Im Islam gilt der Koran, so wie er Mohammed offenbart und von Uthman niedergeschrieben wurde, als die einzige wahre göttliche Offenbarung. Der Koran gilt als die endgültige, vollständige und unkorrumpierte Offenbarung und Mohammed als der letzte Prophet Gottes. Seit 1400 Jahren bemühen sich Muslime, dieser Offenbarung zu folgen. Doch die Interpretation des Textes ist komplex und umstritten. Der rechte Weg gilt ihnen als die einzige Hoffnung auf Errettung, wenn einst die Apokalypse eintritt, die der Koran prophezeit. Sure 81, Vers 1 bis 14. Wenn die Sonne eingerollt ist und wenn die Sterne trübe sind und wenn die Berge fortbewegt werden und wenn die Meere zu einem Flammenmeer werden und wenn die Seelen mit ihren Leibern gepaart werden, und wenn der Himmel weggezogen wird und wenn der Jahim angefacht wird, dann wird jede Seele wissen, was sie mitgebracht hat. So wird es sein, sagt der Koran, wenn Gott die Welt zu Ende bringt. Der Koran mag eine rätselhafte und komplizierte Schrift sein, die schwierig zu interpretieren ist. Doch zumindest eine seiner Botschaften ist ganz eindeutig. Vers um Vers warnt der Koran vor einer unausweichlichen Apokalypse, ein Tag des Gerichts, wenn Berge untergehen und Tierföten aus den Leibern ihrer Mütter fallen. Der Koran behauptet sehr emphatisch und explizit, dass ein Ende der Welt kommen wird, ein katastrophaler Zusammenbruch der natürlichen Ordnung. Wie bei der biblischen Apokalypse im Buch der Offenbarung prophezeit der Koran mehrfach, dass die Menschheit für ihre Handlungen auf Erden wird Rechenschaft ablegen müssen.
Der Koran erklärt die Strafen des Höllenfeuers überaus explizit. Die Darstellungen von Himmel und Hölle gehören zu den eindrucksvollsten Passagen des Korans. Wie viele Verse der Schrift spiegeln diese Beschreibungen des Lebens nach dem Tode den regionalen Ursprung des Korans wider? Die Bilder von Himmel und Hölle scheinen speziell auf ein Publikum von Wüstenbewohnern zugeschnitten. Der Himmel wird als fruchtbare, wasserreiche Gartenoase dargestellt. Die Beschreibung des Höllenfeuers betont hingegen die Hitze, das Brennen und Dinge wie Kessel voll geschmolzenem Kupfer, das den durstigen Seelen anstelle von Wasser eingeflößt wird. Schmerzen und Leiden, die in einer solchen Umgebung natürlich sind, werden gesteigert, um die Qualen der Hölle zu beschreiben. Für Muslime ist es der einzig sichere Weg zur Erlösung am Ende aller Tage, dem Koran zu folgen. Doch die Interpretation des Heiligen Buches ist seit Jahrhunderten kontrovers, zum Teil, weil es keine zentrale religiöse Autorität im Islam gibt. Es gibt keine hierarchische Struktur im Islam, keine Kirche. Die Menschen sind frei, ihre eigene Meinung zu haben. Die Sache wird noch verkompliziert durch ein scheinbares Paradoxon. Wenn Gott seine Botschaft offenbaren will, warum ist die Schrift manchmal so kryptisch? Sure 3, Vers 7. Er ist es, der dir das Buch herabgesandt hat. Darin sind eindeutig klare Verse und andere, die verschieden zu deuten sind. Aber niemand kennt ihre Deutung außer Allah. Die meisten Muslime glauben, nur Mohammed kannte die wahre Auslegung des Korans. Als auserwählter Bote Gottes, so heißt es, verstand nur er alle Offenbarungen. Die Verse, die knapp und eindeutig sind, und auch jene, die nicht so klar sind. Daher blicken Muslime während der gesamten Geschichte des Islam auf Leben, Worte und Taten Mohammeds, um den Koran zu erklären. Die islamische Gemeinschaft glaubt, dass alle Taten und Worte Mohammeds eine Manifestation von Gottes Willen sind. Sein Leben ist ebenso eine Offenbarung wie der Koran. Doch selbst das Studium von Mohammeds Leben erklärt nicht gänzlich das ewige Wort Gottes. Seit Jahrhunderten streiten muslimische Sekten und Schulen über gegensätzliche Interpretationen. Einige wenige nehmen ihre Interpretation des Textes als Rechtfertigung, andere Muslime zu töten, die ihrer Meinung nach vom Glauben abgewichen sind. Andere meinen, dass der Koran eine militante Haltung gegen Andersgläubige rechtfertigt. Der Koran ist ein ziemlich elastisches Dokument. Man kann damit eine Seite oder die andere rechtfertigen. Aber das gilt genauso für Zitate von Lincoln, Washington oder Jefferson. Wenn man etwas Bestimmtes sucht, findet man es. Vor 1400 Jahren wurde der Koran einer kleinen Gemeinde in der Wüste offenbart. Heute ist er der Grundstein für 1,3 Milliarden Gläubige weltweit. Seit der ersten Offenbarung in einer Höhle vor Mekka und die ganze Geschichte des Islam hindurch versuchen Muslime, die Lehren des Koran zu leben. Jeder Einzelne findet in der Botschaft der Schrift seine eigene Interpretation von Gottes Willen. Man muss den Koran verstehen wie einst ein großer Gelehrter des Islam, als Ozean. Er ist gewaltig und rätselhaft. Über die Jahrhunderte hinweg entdecken Muslime in diesem Ozean die Inspiration für Liebe und Furcht, Wissen und Gesetz, Zorn und Gewalt, Mystik und Ritual. Ihr Glaube an den Koran hat die Welt verändert. Wie in jeder Religion kann diese heilige Schrift Leidenschaften entfachen und das Schlimmste in jenen hervorbringen, die die Wahrheit für sich reklamieren. Oder sie kann die Menschheit näher zu Gott bringen.